Und herzlich willkommen zurück zu Back to the Future, The Game. Ja, wir waren ja in der Bar. Jetzt denk mal, wir können ja mal zu Dr. Brown zurückgehen. Zum guten alten Doc nach dem Ladebildschirm. Wo ist denn jetzt das Hotel nochmal? Das scheint ja wohl. Na, bin ich hier zu sehen? Ja, hier war's. Die Absteiger. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Doc, wir müssen Artie finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn finden. Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hilverley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tennen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen hat. Was? Marty, es ist jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf den richtigen Weg zu lenken. Wenn Jennifer nicht geboren wird, muss ich dich nach 2015 schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff nie... Ein Paradoxon, ich verstehe. Was war das jetzt gerade? Das Schnurren? Einen Augenblick mal. So, Einstein. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Gut. Ich würde Dann sagen... Mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Der hört sich an, ob er gesoffen hat. So, ich bin mal hier rüber. Nee, da will ich nicht hin. Wo ist denn Edna? Da ist ja Edna. Gehen wir mal zu ihr. Hey Edna. Mr. Crockett, was kann ich für Sie tun? Hübsches Lied. Was war das für ein Lied, das Sie vorhin gesungen haben? Gefällt es Ihnen? Auf den Treffen des Finger vom Fuselvereins bringt das die Bude zum Wackeln. Aber vielleicht ist das auch nur das Zittern. Soll ich es noch einmal singen? Ja. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name, reclaiming your good name is what you ought to do. You should care, you should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein... Richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Gib mir einfach mal eine Kopie davon. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke.
Entschuldigung, da ist bei mir gerade das Bild verschwunden. Ja, da. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Da. Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh, oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihr Wildwandfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einig. Wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Ja, wie bekommen wir das Raketenauto runter? Raketenauto. Wo denn? Einie ist da. So. Vielleicht können wir das Lied in den Club spielen lassen. Ja, gehen wir mal hin. Ja, genau, vom Auto überfahren lassen. Auch schön. Okay, er ist da oben. Haben wir unsere Ruhe. So, Tür. Und kommen wir wieder rein. Willkommen zurück. Na, die sind ja einfach. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. Geparkt. Oh gut. So. Trixie? Ja? Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich. Du weißt schon, was brauchen. Ja, gut. Toi, toi, toi. Danke. So, kann man mal so Inventar. Lied. Warum hat man Ding darin? Ich sollte den Liedtext wirklich jemandem geben, der ihm gerecht wird. Und wir bei Trixie. Na? Da, Trixie. Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. So, dann warten wir mal, bis er anfängt zu singen. Dann zeige ich noch mal ein bisschen umgucken. Dann haben wir hier, ja, Kit. Nee, wollen wir nicht. Nee. Na, Alter, was ist mit dir? Danny. Oh, nö. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Der kann dir jetzt auch nicht helfen. Du bist schon voll wie eine Laterne. Komm, Trixie, sing. Ich muss noch irgendwas ändern. Mal gucken. Ah, hier.
Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe. Aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Schön, haben wir ihn auch auf dem rechten Weg wiedergebracht. Ist ein Aufzug. Okay. Aber die Treppe rauf. Ist ja egal. Gut. Ein bisschen schneller. Wie läuft der denn? Mit einem Pinguin. So. Das hätten wir auch. Da lang. Gehen wir nochmal in die Absteige. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? So. Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tennant zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschlussball. Super. Und was ist mit Miss Trotter? Daran arbeite ich noch. Müssen wir uns um ihr jüngeres Ich und Edna Strickland Gedanken machen? Da gibt es einen komischen Knick im Raumzeitkontinuum, aber das macht sicher nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mit so einer Frau einlassen würde. Was haben wir hier noch? Warum sind die Tennants eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler gehen in ihrer DNS? Das kann vielleicht sein. Irgendeine Spur von Arti? Hab ihn noch nicht gesehen. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennants Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 geschickt. Hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennant ausgelöscht wurde. Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja. Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennant irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennant ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Ja, nee, erklär's nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Dann bring ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty! Wo könnte Arti sein? Er ist doch hier mit der Straßenbahn gefahren. Wer ist er hier? Nee, Theater. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Okay, hier kommen wir ja nicht weiter.
Hier kommen wir auch nicht weiter. Edna, nee. Also wir kommen nicht mehr überall hin. Okay, ist schon mal schlecht. Plakat. Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Wird okay. Willkommen zurück. Jo. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Da ist Parker. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Ja. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Trixie? Ja? Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kit in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac... gesprochen habe. Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich. Du weißt schon, was brauchen. Toi, toi, toi. Danke. Welchen war denn ja ein Kino? Ist ja ein Kino hier. Gehen wir mal durch. Meine Güte. Um Arti zu finden, ist ja ein Traum. Komm, ein bisschen schneller. So. Kino. Eigentlich hinten. Warte mal, da. Emmett. Emmett. Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmett, kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. Dann halt nicht. Lass mal hier. Also man kann nicht auf der Straße laufen. Das ist schon mal sehr schön. So. Wieder die Laterne. So. Mal darüber Theater. Kann Arthur da drin sein? Es ist zu voll und zu dunkel, um das zu sehen. Gut, geht weiter. Nein, ja, das machen wir. Kann Arthur da drin sein? Es ist zu voll und zu dunkel, um das zu sehen. Hier mal nochmal die Absteige. Ich kann uns ja der gute alte Doc helfen. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Irgendeine Spur von Arti? Hab ihn noch nicht gesehen.